Diese Geburtstagskarte ist wirklich so einfach nachzubasteln und hat sogar noch einen Surprise-Effekt. Ihr braucht dafür zwei gleich große Stück Papier. Auf das erste malt ihr solche langen Kästen und schneidet auch nur die langen Seiten ein. Geht nur zu einem Cutter oder einer Schere. Dann faltet ihr das so nach innen. Könnt auch von außen nochmal ein bisschen nachfalten. Das ist ein bisschen Fingerarbeit gefragt. Wenn ihr das habt, dann klebt ihr die beiden zusammen. Die länglichen Kästen lasst ihr natürlich frei. Und jetzt könnt ihr das Ganze noch so richtig cute verzieren, personalisieren und Surprise! Ihr habt eine Geburtstagskarte mit Kuchen gebastelt.